Was wäre, wenn Amerika faschistisch gewesen wäre? Zwei Schlüsselfaktoren aus unserer Zeit müssten sich ändern, um das Szenario plausibel zu machen. Und das wäre der Tod von Präsident Franklin D. Roosevelt und die Verschärfung der Großen Depression. Also lassen Sie uns sagen, dass Franklin D. Roosevelt allein ist, denn er ist immer in der Lage dazu, Präsident zu werden. Die Regierung ist nicht in der Lage, den Schlag der Großen Depression zu bewältigen oder gar abzufedern. Die Massenunruhen und Chaos sowie den Aufstieg von Parteien der extrem Rechten und der extrem Linken auslöst. Mitte der 90er, 30er führt das von Hitler Deutschland gemachte Beispiel einer Bankrottnation, die aus der Niederlage mit strenger faschistischer Herrschaft hervorging, zur weiteren Unterstützung der damals populärsten faschistischen Organisation Amerikas, der Silberlegion unter der Führung von William Dudley Pelley und mit Unterstützung von Kriegsveteranen, Geschäftsleuten und sogar einigen Mitgliedern der Regierung. In den nächsten 3 Jahren sehen wir, wie Pelley mit Konflikten in den USA gegen Kommunisten und andere Parteien umgeht, die ihn bekämpft haben und zu einer gespaltenen Nation im Krieg mit sich selbst führen. Dies würde sich doch ändern, wenn Pelley sich mit der Achse vereinigt und im Tausch gegen Kriegsunterstützung Japan und Deutschland helfen würde, die Opposition gegen das Pelley-Regime aufzurufen. Es gab immer noch eine gewisse Feindseligkeit zwischen den USA und Japan, aber zu diesem Zeitpunkt würde Japan Pelley nicht als die größte Bedrohung ansehen und somit mit den US-Streitkräften zusammenarbeiten. Die USA wären eine große Quelle von Arbeitskräften und Ressourcen für die Achse, der es nur an einer kohärenteren Führung mangelt, wodurch Japan eine Gelegenheit sehen würde, sich die Westküste zu krallen und Pelleys Herrschaft zu stärken. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA würden während des Krieges wachsen, doch die USA wurden von den Achsenmächten benutzt, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Da die Westfront in Europa schnell unter deutsche Herrschaft gerät, wurde ein Plan entwickelt, wie Deutschland, Japan und die USA von Süden, Osten und dem Westen in die Sowjetunion einmarschieren könnten, was einen möglichen Sieg für die Achse bedeuten würde, wodurch die Macht der sowjetischen Armee an ihre Grenzen stößt. Die Jahre nach dem Krieg würden den Tod von Pelleys und die allmähliche Eingliederung der USA in das größere Germanische Reich bedeuten, während Japan seinen Einfluss an der Westküste der USA ausweitet. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat, und folgt mir auf Facebook. Dort werdet ihr immer neue Posts finden von neuen Videos. Der Link ist unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Ciao und Wiedersehen, euer E-Forsten 2 Let's Play, alles David von Bros TV. Haut rein!